Willkommen zurück zum ultimativen Blutbad. Willkommen zurück zu Doom Eternal. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die blutverschmierten Menschen, die das letzte blutige Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Leute, das Gewinnspiel läuft immer noch. Bewerten, kommentieren bei Video Nummer 1. Dort erfahrt ihr alle Informationen. Und ja, wie immer würde ich mich freuen über ein bisschen Unterstützung. Und wir machen jetzt weiter mit der Story. Und man benutzt alles mit seiner Faust. Man schlägt dagegen. Das ist männlich. Das ist sehr, sehr männlich. Sehr geil, oder? Mit diesen Portalen und dieser komischen Kommandozentrale. Die Zitadelle. Da wären wir. Was haben wir da oben? Was haben wir da oben denn bitteschön für eine neue Anzeige? Wird die mir auch erklärt? Ich weiß es nicht. Oh Gott, hier geht's sehr weit nach unten. Also, hier unten ist ein Extra-Leben. Gut, dann geht's wohl nach unten. Direkt unten reingesprungen, gestorben, Extra-Leben verloren. So, wartet mal. Also diese ganzen Jump-Run-Dinger sind halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich finde es jetzt nicht unbedingt schlecht. Also... ich habe mir ein bisschen Sorgen am Anfang gemacht, dass es vielleicht irgendwann ätzend wird. Und ich wette, es gibt auch noch ein paar richtig ätzende Stellen. Aber bis jetzt ist es auf jeden Fall in Ordnung. Ich bleib da mal positiv, lass mich überraschen. Und was mir auch sehr gut gefällt, dass man hier mal so eine Abwechslung hat. Dass man unterschiedliche Schauplätze sieht und dass es auch eine Story gibt. Also ja, Doom hatte schon immer so ein bisschen Story, aber halt nie so groß. Und hier kommt es mir dann doch deutlich umfangreicher vor als eben in den anderen Doom-Spielen. Ich meine, der vierte Teil aus 2016 hatte streng genommen ja auch eine Story. Und hier und da gab es ja auch ein paar Cutscenes und Dialoge und... es gab schon einen roten Faden, den man verfolgen konnte. Ich hoffe hier nur ein bisschen mehr, weil die Leute immer sagen, Doom, die Story kannst du auf eine Patronenhülse schreiben. Finde ich nicht. Ich finde, Doom hat doch schon viel Potenzial, um was Spannendes zu erzählen. Ich finde die Welt von Doom nämlich sehr, sehr interessant. Mit diesem futuristischen und Dämonen. Die haben auch ein richtig geiles Design dafür. Ich finde halt, Doom hat designmäßig auf jeden Fall einiges auf dem Kasten. Und da steche ich ihm erstmal gekonnt in die Brust und das tut gut. Jemanden den Arm brechen, tut gut. Ey, ey, in die Fresse kriegen, tut nicht so gut. Ich will die Flügelmänner mal hier finishen. Yes! Da ist ihm die Flügel raus. Ah, das kann man auch machen. Alter! Was? Nein! Nein! Holy! Oh, da ist er wieder fit. Hier, direkt wieder einen rein. Kann ich ihn auch von hinten manchen? Oh, yes! Schöner Kill. Geil, Alter. Einfach nur geil. Und ich will immer noch nachladen. Oh nein! Nein, 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 nicht du. Nicht dieser elende Scheißkerl. Habe ich ihn? Den Hell Knight? Kein Doom ohne Hell Knight, wie es scheint. Nichts. Ah doch, hier drüben. Geheimnis gefunden. Ah, ich bin verwöhnt. Ich habe ja hier keine Automap. Jetzt heißt es also, wir müssen uns wieder sauber umgucken. Wir müssen sauber und ordentlich spielen. Wir jagen den Wolf. Oder der Wolf jagt uns. Was, bitteschön, ist das hier für eine geile Faust? Der Blutschlag? Okay. Blutschlag ist ein Nahkampfangriff, der zusätzlichen Schaden zufügt. Glory Kills füllen den Blutschlag-Anzeiger auf. Ist er aufgeladen? Drücke, um ihn auszulösen. Auszulöschen. So, Glory Kill, der schönste. Immer noch meine Nummer 1. Der war auch nicht schlecht. Jetzt kann ich hier einen Blutschlag machen. Oh, ich liebe den Blutschlag. Alter, wie viel Kram man hier kriegt. Ich
Ich bin sowas von verliebt in dieses Spiel. Ich bin sowas von verliebt. Moment, auf der Ebene ist mal wieder hier ein Level Up. Ein Blutschlag, Bitches. Klarer Fall von Blut in dein Gesicht. Hört ihr dieses merkwürdige Geräusch? Ah, okay. Okay. Blitze nix gut. Blitze nix gut. Aber geil, wir haben jetzt auch mehr Leben. Au. Wer sich mit mir anlegt, der muss eben auch mit Blut bezahlen. So läuft das eben. Diese ganzen widerlichen Traps. Man kann nicht sowas wie sliden, oder? Nee. Was haben wir hier? Eine Rune. Runen verstärken deine Fähigkeiten oder aktivieren neue. Deine Runenplätze sind begrenzt, also wähle die Rune, die zu deinem Spielstil passt. Okay, was haben wir hier? Schnellere Glory Kills. Noch größere Entfernung. Ein Tempo-Boost. Oh, so viel Zeug. Oh Gott, das ist alles irgendwie gut. Was haben wir hier? Bewegungskontrolle in der Luft. Ich glaube, ich nehme mir hier die schnelleren Glory Kills, weil ich mache die so häufig. Schneller ist gut, oder? Schneller ist gut. Also, Rune, erfülle deinen Zweck und gib mir die Macht der Geschwindigkeit. Ja. Moment. Ja, Rune ausgewählt und rein damit. Ich meine, wir können die ja durchwechseln. Diese Rune ist ja nicht für immer, oder? Moment. Hier. Hier habe ich jetzt das Level Up. Also das Extra-Leben. Keine Ahnung, warum ich jetzt immer wieder Level Up sage. Bin ich hier wieder unten. Einmal durchgeblitzt. Moment, hier oben auf der Seite. Gibt es da noch irgendwas Spannendes? Kann man die zerlegen? Dämonische Fässer. Ich bin halt immer so unsicher. Unter mir gibt es etwas. Nur die Frage ist, wie komme ich ran? Alles klar, Kumpel. Ich hab's gefunden. Alter, ich hab dir voll in die Fresse geschossen. Merchandise, oder? Oh, wie süß. Voll putzelig. So putzelig. Ich glaube, wir stellen uns ganz gut an, was die Secrets angeht. Ich glaube, das läuft hier ganz ordentlich. Okay, geht jetzt ein bisschen schneller. Ich habe es mir dann irgendwie noch schneller vorgestellt, aber wenn es zu schnell ist, dann ist es ja auch irgendwie wieder doof, weil... Oh nein! Na, ich hänge in der Ecke. Ich hänge in der Ecke. Wo ist der Arsch? Hier drüben. Ich muss jemanden sägen. Oh, nicht gut. Hell Knight. Alter, der zerlegt mich. Wahnsinn. Der ist gerade hier voll auf Crack. Der ist hart auf Crack, der Mann. Komm, ich will ihn finishen. Da freut man sich, dass man so ein Extra-Leben hat. Er kriegt halt hier alles in die Fresse rein. Ein Schlag nach dem anderen. So, gehen wir mal noch hier drüben hin. Boah, dieser Hell Knight war eben gerade so unbarmherzig böse. Wie hätte ich jetzt hier an die Stangen kommen können? Alter, wie die auf einmal durchdrehen. Ey, du da hinten. Das ist mal einen von denen. Kommt da rüber.
Was? Ausgesperrt. Ich brauch Juice. Dieser Mann braucht jede Menge Juice. Und vielleicht muss ich jemanden zersägen. Die Säge kommt. Wie jetzt? Wechsel doch mal durch. Warum kann ich die Waffe nicht wechseln? Geht nicht. Ist nicht drin. Dann eben noch auf die alte, traditionelle Art. Schießen, bis die Kotze hochkommt. Was? Wie können die direkt wieder einen haben? Da komme ich doch niemals ran. Oh ja, vielleicht doch. Oh nein! Vorsicht! Er mit dem. Kleiner Mann. Das ist der Scheiß, den ich jetzt brauche. Oh nein, 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 nein. Sehr gut. Perfektes Timing. Jetzt geht er natürlich in den Nahkampf über. Aber sowas kann ins Auge gehen. Hat dir deine Mama das nicht beigebracht? Waffenpunkte. Schließe alle Begegnungen in der Mission für Waffenpunkte ab. Die Anzeige für dämonische Verderbtheit zeigt die erhaltenen Punkte an. Jede Mission vergibt insgesamt 10 Waffenpunkte. Gib Waffenpunkte im Reiterarsenal im Dossier aus, um deine Waffenmods zu verbessern. Was kann ich hier alles machen? Scheiße, Mann, das geht ja wirklich. Okay, ich will das hier verbessern. Schneller nachladen. Mehr Wumms. Wie viele habe ich denn? Hier oben habe ich 6 Stück. Ich hole mir mehr Wumms. Cool. Alter, hier gibt es so viel Zeug. Ich komme ja gar nicht mehr mit. Du kannst hier irgendwie alles. Du kannst einfach alles verbessern, erweitern, ausrüsten. Da muss man erstmal durchsteigen, wie viel Zeug hier drin ist in dem Spiel. So, ich habe noch 4 Leben. Hm. Hier war soweit nichts mehr, glaube ich. Ah, warte mal, kann man da gegenschlagen? Nee, ist einfach nur irgendeine leuchtende Rune. Warum konnte ich aber eben gerade meine Waffe nicht wechseln? Das war schon ein wenig irritierend. So, hier habe ich was gefunden. Hm. Dadurch, dass man jetzt hier so viel klettern und springen kann, muss man natürlich auch immer nach oben schauen. Aber ich glaube nicht, dass ich hier hochkomme. Oder vielleicht doch. Warte mal, hier ist auch irgendwas. Blutschlag. Ja, ja, der Blutschlag. Der gute alte Blutschlag. Hier ist auch irgendwas Dickes. Ah, hier geht's nochmal rum. Und tschüss. Ich bin dran. Ich bin dran. Moment, hier geht's dann auch irgendwo hin? Ich sag ja, so viel. So viel! Okay, hier komme ich nicht rüber. Oh, knappes Ding. Okay, und wenn ich jetzt hier bin, komme ich schon mal an dieses Baby. Der Wolf! Aber wie komme ich jetzt... Hm. Ich glaube es zwar nicht, aber ich probiere es mal. Nee, 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 nee. So komme ich dann doch nicht. Und hier soll ich hin. Halt immer Schiss, irgendwas zu versäumen. Der Wolf sagt, geh hier hin. Was ist das hier für ein riesiges Getriebe, in dem ich jetzt drin stecke?
Rüstung mitgenommen? Das ist ein Portal hier drüben, oder? Das sieht zumindest aus wie ein Portal. Butz. Schlag mal rein, die Mutti. So. Und schon bin ich hier oben. Einmal. Kann ich auf die Dinger draufspringen? Yep. Mir wird zwar minimal schlecht, aber yep. Das funktioniert. Die Geschichte der Wächter, Teil 1. Wie umfangreich sind denn die Geschichten? Bildanzeigen. Das ist schon cool. Das ist wirklich cool, aber ich glaube, ich wäre nur am Lesen. Oh Gott, das ist richtig viel. Ich sag ja, Doom hat eigentlich voll die heftige, umfangreiche Geschichte. Die Leute reden immer nur so, Doom, die Story passt auf den Bierdeckel. Nein, eben nicht. Doom hat wirklich eine sehr interessante, sehr stylische, sehr coole Geschichte. Lasst euch da nicht beirren. Okay, was habe ich hier? Was ist das? Der Dash. Oh yes, der Dash. Jetzt kann ich endlich so einem Hell Knight ein bisschen Parole bieten. Oh, ich habe sogar einen Doppeldash anscheinend. Guck mal hier, zack, zack. Okay, wir haben zweimal Dash. Cool. Very Gill. Moment, hier ist noch ein Leben. Nein. Oder? Unter mir? Über mir? Ich kann auch in der Luft dashen. Oh, aber nicht zu weit dashen. Ah. Alter, das muss ich mir alles merken. Das muss ich mir alles merken. Oh, das war knapp. Ja, was ist denn dann noch hier mit dem komischen Portal? Wow, die Zitadelle des Bösen. Wer baut sowas? Wer baut sowas? Im Ernst? Wer hat Zeit für sowas? Hatten die Tempelritter irgendwie Sklaven? Hatten Tempelritter Sklaven? Warum bist du hier? Es ist nicht dir bestimmt. Du darfst die Priester nicht töten. Du kennst unser Gesetz. Es fließt Wächterblut in ihnen. Trotz ihrer Verstöße gegen den Pakt. Du beschwörst etwas, das jenseits deiner Vorstellungskraft liegt. So steht es geschrieben. Sie müssen nun Buße tun. Schreitest du voran, entfachst du den Zorn des Himmels. Ihre Erlösung liegt nicht länger in deinen Händen. Tja, mein Alter, ich bin das Einzige, was die Menschheit hat. Ein extra Leben. Und da drüben gibt es wieder eine kleine Seite. Ich will wieder so eine Map. Die war irgendwie gemütlich. Die Map König Novik. Tja, wie schlimm kann der Zorn des Himmels schon sein, oder? Ich meine, ich rangel mit der Hölle. Das macht mal einen Punkt hier. Aber ja, es sieht mega geil aus. Leveldesign meines Erachtens bombengeil. Richtig gut. Tolles Spiel. Wirklich tolles Spiel. Ich habe sehr viel Freude damit.
Ist das hier der Boden ist Lava oder der Boden ist Elektro? Der Boden ist Elektro. Wer kennt's nicht? Kann ich? Danke. Alter, jetzt machen wir einen Punkt. Hell Knight. Mann, ich wollte dich finishen. Du mieser Arsch. Hättest mal ein bisschen kollegial sein können. Oh, ich habe seinen Kopf eingetreten. Jetzt neu mit mehr Kabacherbums. Ach nein, noch einer. Wir haben diverse Munitionsschwierigkeiten. Jetzt gib mir doch den hier. Stellt sich da in die Ecke und chillt. Aber jetzt komme ich wenigstens mal ein bisschen weg. Da bist du. Und weg mit uns. Oh nein, er kniet. Jetzt stirbt er ganz unspektakulär und langweilig. Vielleicht aber auch nicht. Er ist doch cool gestorben. Ach, jetzt bleib doch mal stehen. Also wenn ich könnte, würde ich dich richtig hart leiden lassen. Nur damit wir uns hier verstehen. Ah, jetzt weiß ich auch, wie ich da rankomme. Weil ich ja gesagt habe, der Sprung, der ist zu weit. Jetzt ergibt das Sinn. Aber leider, meine lieben Freunde, ist die Folge eigentlich schon wieder durch. Die ist eigentlich schon wieder durch. Wir sehen uns wieder. Moment, jetzt bin ich auch gerade ein bisschen verwirrt. In der nächsten Folge... Wups, lasst eine Bewertung da. Wahrscheinlich kann man hier unten rein. Nö, hier geht nur ein Strom nach oben, ein bisschen Rüstung. Ah, ja, jetzt weiß ich, wo ich bin. Okay, das nehmen wir noch. Was haben wir hier? Die kann ihrem Schiff zusätzliche Energie verleihen. Diverse Module werden nicht benutzt. Mit weiteren Batterien können sie alle Funktionen ihrer Kommandozentrale einsetzen. Ist ja noch leichter als erwartet, an das Ding ranzukommen. Gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Unterstützt mich ein bisschen mit einer Bewertung. Denkt an das Gewinnspiel. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und tschüss!